davon träumen alle Männer. Oh, ich kenne kaum einen, der mit einer fertig wird. Ein Trauerspiel. Andersrum würden sie ja durchdrehen. Hä? Na, ich meine mit drei Männern. Hast du das schon mal? Barbara! Du bist so schlimm! Ich habe nicht Ja gesagt. Eine Dame sagt niemals Ja. Und wenn sie doch Ja sagt, ist sie keine Dame! So! Heute gebe ich mir die Tante! Zum Wohl! Zum Wohl! Lässt der den Herd auf Stufe 8 laufen? Schlimm. Er hat so eine schöne Stimme am Telefon. Wieso hast du dich dann scheiden lassen? Wir, nicht ich. Schlimm. Es geht einfach nicht. Wenn beide immer nur arbeiten, noch dazu so wie wir. Einer muss zurückstecken. Ja, aber sicherlich du. Nie wieder Schattenrock. Nie wieder! Aber geht's mir jetzt besser? Christine, nicht weich werden. Hm? Man muss ihn beschützen. Ja, ja. Sein Otello war wunderbar. Bis zu dem Tag, an dem er dich mit Desdemona verwechselt hat. Künstler. Ja, schlimm. Ich werde ihn aber nicht in der Wohnung besuchen. Ich werde sagen, das ist vielleicht zu... Ich werde sagen, lass uns in den Park gehen. Und Schwäne füttern. Wie beim ersten Mal. Nein, das ist zu. Ich werde sagen, lass uns ins Kino gehen und einen Film schauen. Und, oder, was mache ich, wenn er... Nein. Wir gehen Schwäne füttern. Oder schläfst du schon? Ich schick dir einen Gute-Nacht-Kuss. Es wird schon gleich dunkel, schlaf ein, mein liebes Kind. Ei, 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 ei. Do you see my-
Deux semaines plus tard. Due settimane dopo. 2 weeks later. 2 Wochen später. Aber natürlich bin ich fast fertig. Warum sagst du fast? Aha, du weißt, wie Frauen sind. Wirklich? Na, wir werden ja sehen. Hallo. Ja, es war schön gestern Abend. Ich auch. Beim Einschlafen. Also bis später. Ich habe das Gefühl, er ist verrückt nach mir. Lass dich nicht verrückt machen. Ich habe die Zügel fest in der Hand. Na gut. Gestern Abend hat er gesagt, er möchte mit mir eine Loire-Reise machen, um mir die Gegend zu zeigen, wo seine Vorfahren herkommen. Mhm. Wasserschlösser, Burgen, Festungen. Burgherren. Burgherren. Sein Großvater war Portier. Lass mir den Spaß. Du weißt, was du tust? Nein. Aber das will ich genießen. Schlimm sein. Schlimm sein. Austern essen. Schlürfen. Lass ihn schön grüßen. Warum? Man kann ja nie wissen. Bedrückt. Schwanger. Was? Ich bekomme ein Baby. Nein. Ja. Nein. Doch. Ist das sicher? Ich komme gerade vom Arzt. Oh mein Gott. Wie? Ja, wie schon. Ich meine... Ab heute kein Champagner mehr. Nein. Keine Zigaretten. Ja, aber... Ich hab... Ich hab Angst. Hey. Schon gut, Kleines. Was soll ich jetzt? Scheiße. Ich meine, ich habe nichts dagegen, verstehst du? Ja. Überhaupt nicht. Ja. Aber jetzt ist alles so früh und... Weiß er es schon? Er wird es nie wissen. Aber er meint, da muss er den Beschützer spielen. Das soll er doch. Aber ich liebe ihn nicht. Nein. Glaub ich. Also ja oder nein? Egal. Na, ich weiß nicht. Ich denke, nein. Ich will es haben, verstehst du? Ja, aber dann ist nicht mehr so wie bisher. Aber nein. Und doch. Und meine Mutter, die wird durchdrehen. Wieso? Vor Freude. Sie wollte immer schon Großmutter werden. Lass sie doch. Ich bekomme das Kind, verstehst du? Ja, klar. Ich meine, ich kann ja weiterarbeiten wie bisher. Und das ist heutzutage kein Problem mehr. Ich denke... Ich,
denke, ich will es nicht. Was? Ich will es nicht. Ich will es nicht, dann werde ich dick und dick. Quatsch, das wird dir verdammt gut stehen. Der Busen wird ein bisschen größer. Noch größer. Ach komm. Ich weiß nicht. Ich wollte das alles ganz anders. Ich wollte weiterleben, so wie bisher. Und die ganze Welt sehen. Und erst in ein paar Jahren wollte ich langsam anfangen mit einem Mann, den ich liebe. Und ich bin einfach nicht der Typ. Aber du liebst ihn doch. Bis gestern. Erzähl es ihm und alles wird gut. Ich denke, ich will es doch. Ja? Ja? Was meinst du, so ein kleines Ding, das dann meine Hand hält und... Oh Gott. Oh Gott. Eine Falle. Bitte? Eine Falle. Der Regenwald geht zugrunde, der Kommunismus ist zusammengebrochen, die Staus werden immer länger und ich bekomme ein Baby. Und wie hängt das zusammen? Es ist mir auf einmal alles egal. Ich will, dass das Leben weitergeht. Und wenn die Welt morgen untergeht, dann... Willst du vorher noch ein rosa Häubchen stricken? Oh, verarsch mich nicht. Doch. Wie du überhaupt aussiehst. Warum? Wie ein billiges Flittchen. Oh. Danke. Oh, bitte. Ich meine das sehr aggressiv. Ich weiß. Ich wollte die Dinge immer auseinanderhalten. Beruf und Partys und Männer und Babys. Ich hatte das immer alles so gut im Griff. Und jetzt... Wozu willst du jetzt alles im Griff haben? Die Übersicht nicht zu verlieren. Und nicht in irgendeine Falle zu tapsen. Vielleicht ist das die größte Falle. Was? Zu glauben, dass man allen Fallen ausweichen kann, ist die größte Falle. Das ist eine billige Ausrede. Das ist das Leben. Was? Plötzlich ein Baby zu kriegen? Nein, nicht immer die Übersicht zu haben. Barbas kleiner Ratgeber. Oder wie werde ich zum Opfer? Du kannst auch für immer die Übersicht haben. Von ganz oben. Vom höchsten Gipfel des höchsten Berges. Aber dann fängst du an zu erfrieren. Meinst du? Mein ich. Ob es ein Mädchen wird? Wait and see. Attendre, au revoir. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich glaube, ich spüre schon etwas. Blödsinn. Ich weiß. Aber ob die Seele schon reinkarniert ist? Was? Ach, hallo! Ich bin verlobt! Jetzt wird's mir zu viel. Verlierst du die Übersicht? Mit wem? Mit meinem, in der Vergangenheit ehemaligen Ex-Ehemann, der vielleicht in der Zukunft wieder mal mein Ex-Verlobter gewesen sein wird. Alles klar! Ich brauch was Süßes. Wir waren Schwänefütter. Und Salzgurken. Im Park? Genau. Und er hat gesagt, er hat über alles nachgedacht. Und dann haben wir alles in Ruhe besprochen. Darauf trinken wir was. Und damit beginnt dein Problem. Ich habe in den letzten Jahren auch immer versucht, mit meinem Mann ruhige Gespräche zu führen, um ihm mitzuteilen, was ich denke und um herauszufinden, was er denkt. Und was ist das Ergebnis? Ich stelle fest, er denkt nicht. Er tut nur so, als würde er denken. Männer können nämlich nicht denken. Sie tarnen sich nur mit denkähnlichen Äußerungen, damit wir glauben, sie seien Menschen. Männer sind aber keine Menschen. Viel schlimmer, sie sind nicht einmal Tiere. Weil bei einem Tier erkenne ich schon von Weitem. Aha, ein Tier. Woher kenne ich das?
Weltliteratur. Na, egal. Auf jeden Fall haben wir uns heute mit der Auflage verlobt, 5 Jahre lang nicht zu heiraten. Wozu dann der Zauber? Du sagst es. Was? Na, wegen des Zaubers. Hä? Ich glaube an die Magie von Versprechungen. Und sich zu verloben ist eine Versprechung. Verstehst du? In 5 Jahren reden wir weiter. Das war der Fehler beim ersten Mal. Ich denke, der Fehler war, dass ihr keine Zeit füreinander hattet. Das war das Ergebnis. Wovon? Dass wir dachten, verheiratet zu sein wäre ein Sicherheitsschloss gegen Zufälle wie Lieblosigkeit, Betrug, Langeweile, ungeöffnete Türen. Verstehst du? Nein. Macht nichts. Ich bekenne mich ab heute zu meinen Träumen. Ich bin nämlich romantisch. Verführbar, illusionsbereit und einkommenssteuerpflichtig. Und ab heute bringe ich das alles unter einen Hut. Fehlt nur noch die Handtasche. Lach nur, ich bin verlobt. Wenn es dich glücklich macht, macht es. Und ab heute habe ich auch wieder den Mut zu einem entscheidenden Satz. Ja, da lautet... Ich liebe ihn. Ich habe ihn nämlich immer geliebt. Und er hat mich immer geliebt. Die beste Basis für eine Trennung. Der Fehler war, dass wir gedacht haben, es würde nur entweder oder. Bin ja nicht meine Mutter. Der Trick ist, beides geht. Wenn es geht. Geht. Hm? Und dann sind wir Hand in Hand am See entlang spaziert und haben gelacht. Ja, das hätte ich auch gemacht. Linda... Alles wird gut. Man muss sich nur treiben lassen in den eigenen Wünschen und darf gleichzeitig den Kompass nicht aus den Augen verlieren. Oh, ich brauche einen Arm, in den ich mich lehnen kann. Und ich brauche seine Stimme, die leise sagt, alles ist gut. Und deinen eigenen Steuerberater. Der Trick ist, dass beides geht. Und ich dachte immer, ich müsste mich entscheiden. Irrtum, meine Lieben. Besser Vielfalt als Einfalt. Mir wird schlecht. Was hat sie? Was ist mit ihr? Sie bekommt ein Baby. Nein. Doch. Und warum? Warum? Und warum sagt mir das keiner? Na, ich sag's dir ja. Aber das ist doch... Ja, aber dann muss sie... Von wem? Linda. Ja? Oh mein Gott, ich rede und rede und du... Ja, ich bin ja nicht krank. Nein. Ich kann mich auch sehr gut alleine hinsetzen, dankeschön. Wird das ein Mädchen oder ein Junge? Das ist doch noch zu früh. Was? Ach ja, ich meine, wie fühlst du dich? Mies. Das geht vorüber. Du musst es unbedingt behalten. Unbedingt. Ich habe noch gar nichts gesagt. Ja, du musst es behalten. Du musst es unbedingt behalten. Weißt du, nie habe ich mich so schlimm gefühlt als damals, als ich... Christine. Ja? Ich werde sehen, was ich tue. Ja? Das sind Zeiten. Ich war die Loa. Du bekommst unser Baby. Ich lass euch wissen, wie... Dann entscheiden wir wie. Ich sage, es ist Gerard. Pietro. Toni. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Linda, Christina und Barbara. Bitte hinterlassen Sie nach dem Pfeifton eine Nachricht. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich bin falsch verbunden. Das sind Linda, Christine und Barbara. Klingt interessant. Aber wer von den dreien hat den Text auf das Band gesprochen? Das macht Neugier. Entschuldigung für die Störung. Hat eine schöne Stimme. Irgendwie männlich. Der ruft wieder an. Sicher. Dann heb ich ab. Barbara! Was? Besser Vielfalt als Einfalt.